So, können wir? Wir können, wir super. Können. Super, dann gucken wir uns doch dieses Drama nochmal an. Ja, also, wie man unschwer erkennen kann, wir haben es gelöst. Yeah! Eigentlich haben wir es nicht gelöst, sondern wir hatten ein bisschen Hilfe. Ein sehr netter, lieber Freund, kann man das so nennen? Ja. Ja, ja, gut. Der Gerbi, der sehr gut in Rätseln und so, den haben wir um Hilfe gefragt. Der hatte das dann nach einigen Stunden, Tagen, Wochen. Nein, er hat sofort rausgehabt und uns die Lösung gegeben. Also vielen Dank an dieser Stelle, Gerbi. Und ja. Also es war wirklich, wir waren so ein bisschen auf dem Holzweg mit unseren Maserungen und so. Wir haben einfach zu hoch gedacht. Wir wussten nicht, dass das so einfach ist. Es passt, ne? Auch nicht. Es passt nicht. Die Maserungen passen gar nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber hätte ja sein können, komm. Das ist, ja, ne? Das war so. Die Idee war super. Ja, also wir haben jetzt die Lösung, ist schon eingegeben. Leider hat es direkt gespeichert, deshalb können wir euch das nicht mehr zeigen. Also nur noch das Fertige. Und zwar müssen die grünen Teile... Ne, um die Dingsbums darum. Genau. Ah, so nah wollte ich nicht. Ja. So, da sehen wir links eine grüne Blume. Die zeigt dann quasi auf die große Blume auf der nächsten Kachel. Genau. Ja, ja. Also ich denke, war machbar. War machbar. Ist jetzt auch einleuchtend irgendwie, ja. Im Nachgang? Im Nachgang ist es relativ einfach. Ich wollte nochmal ran und rauszoomen, wenn wir es schon nicht machen müssen. Ja. Auf jeden Fall haben wir das. Ja, genau. So, jetzt können wir weitermachen. Vielleicht. Was haben wir denn dadurch? Haben wir irgendwie... Ich habe es nur eingesetzt, um Gerbis Lösung quasi zu überprüfen. Du könntest jetzt nochmal dran. Kannst du das nochmal anwählen? Da an diesem... Da an dem... Genau. Nee, kann man nicht. Ich kann es mir angucken. Schön. Wunderschöne Ansicht. Ja, ganz toll. Lassen wir nochmal kurz wirken. Ja, ich bin schon wieder weg. Ist okay. So, weiß ich gar nicht. Ist dadurch irgendwas aufgegangen? Ich weiß es auch, deswegen frage ich dich ja. Ja, nee, ich habe es eingesetzt und habe nur, da hat es Pling-Kling gemacht und das war's. Ich weiß nicht, ob da was aufgegangen ist. Hier fehlte ja, glaube ich, noch was. Ne? Genau, da fehlt ja noch eine Rolle. Die haben wir nicht bekommen. Die weiß ich nicht. Guck mal, ob da irgendwo vielleicht ein Fach aufgegangen ist. Wir können die hier aber bewegen, ne? Ja, ja, das weiß ich. Da müssen wir auch noch eine Lösung für finden. Hier im Spiel. So, hier fängt unser Raum an. Hat sich hier was verändert? Ich guck mal im Rücken, ob da irgendwas aufgegangen ist. Irgendwie am Fach, da war doch gerade noch auch noch so ein Fach rechts. Fach. Rechts an diesem... Ah ne, das ist auch nur das andere Rätsel gewesen. Ja, hier, aber das meinst ja, du? Ja, ja. Nee, das ist das andere Rätsel gewesen. Ja, dann weiß ich nicht. Ja, ist halt die Frage... Vielleicht ist ja drin im Raum was aufgegangen. Die Hoffnung habe ich ja auch. So, aber damit haben wir immer noch das andere Rätsel, ne? Na. Ja, das ist ja fast leicht. So, hier. Ja, erstmal umgucken, ob wir nicht irgendwas vielleicht doch noch übersehen. Wir sind gut vorbereitet, merkt er? Total. Also guck mal, da ist ja Schildkröte und Vogel. Da hatten wir ja vorher mal schon ausprobiert, ob das irgendwie in irgendeiner Reihenfolge... Ob wir einen Gang kriegen. Genau. Die Frage wäre halt, in welcher Reihenfolge, ne? Ja. Auch noch so eine Zeichnung neben dem Tor links, neben diesem Kreisgebilde. Aber ja, aber ich glaube, das sind wieder Rätsel. Kommt nachher erst, wenn wir da rein können. Ja.
Okay, dann hätten wir hier wieder Echse, Schlange. Und da ist nochmal Vogel und Schlange. Oder Echse. Vogel und Echse. Ja. Okay. So, und da ist ja... Schlange, Schildkröte. Genau. Ja. Wie hilft uns das? Ja. Haben wir uns das nicht notiert? Nee. Okay. Das hat Gerbi auch noch nicht gelöst. Also wirklich, hoffentlich meldet er sich gleich mal. Ja. So. Die sind noch eingedrückt von uns. Ne? Ja, die sind noch eingedrückt. Du kannst es auch oben resetten. Ich will ja gar nichts resetten. Ich weiß ja noch nicht, wie ich es besser mache. Ja, da ist viel. Reset. Ja. Ja, da ist Reset. Ja, sollen wir uns die Symbole nochmal angucken und... Ja, eingedrückt ist ja Echse und Vogel. Genau, ganz oben links und ganz unten rechts. Und wir sind jetzt davon ausgegangen, dass wir einen Pfad bilden müssen. Ja. Zu, na, dass von die beiden Vogel zu Echse verbunden werden, genau. Die Frage ist, wie? Ja. Und ich meine mal, wir hätten das mit den Symbolen doch schon versucht, haben wir nicht? Wir hatten auch versucht, nur Schlangen, nur Schildkröten und so. Haben wir versucht. Ja, haben wir versucht. Ist auch nett, dass das einfach so eingedrückt bleibt. Ja, ist die Frage, wie wir mit dem Rätsel hier umgehen. Gut, die an den Wänden, das müssen ja Hinweise sein. Geht ja nicht anders. Ja, ja, gehe ich jetzt auch von aus. Ist nur die Frage, ich gehe hier nochmal raus. Ja. Wir gehen davon aus, dass das hier am Anfang beginnt. Na? Ja. So, Schlange, Schildkröte. Wo schon das Problem ist. Dass wir mehrere haben. Richtig. Ja, die Frage ist ja, was dann da auch zuerst kommen soll. Eben, wir sind jetzt davon ausgegangen, links nach rechts, aber ob das so stimmt, ist halt die Frage. Aber ich denke auch, das müssen wir lösen, sonst kommen wir da haben nicht wir rein. Keine Chance. So, Schildkröte und ein Vogel. Schildkröte, Vogel und Echse, Drache. Mehr kann ich mir nicht merken. Ich habe gerade überlegt, ob wir... Aber oben können wir ja noch nichts drehen, ne? Von diesen... Was möchtest du drehen? Da an der Tür, dass nee, wir das doch da eine rein lässt müssen. Sie, ich habe schon überlegt, was ist, wenn wir nur die drei drehen müssen, wenn der fix ist. Ja, weil selbst da wüsste ich jetzt nicht, welche Zeichen. Eben. Das ist genau das Problem. Weil die können wir drehen. Nur der obere, aber ich könnte mir vorstellen, dass der fix ist. Also da... Das kann natürlich auch sein. Ist halt die Frage, nach welchem Prinzip das wieder funktioniert hier. Ja. Kann nicht sein, dass man jetzt an jedem Rätsel hängt, nachdem der erste Raum relativ angenehm war. Nennen wir es angenehm. Warte mal, lass mal überlegen. Der oben ist ja fest. Ja. So, das sind Viereck, zwei Kreise. Fünf Seiten hat jedes Ding. Und es hat aber hier immer nur ein oder zwei Symbole. Also ja. Es gibt dann keine, ich habe schon gedacht, einfach immer drei Symbole oder so. Viereck und Kreise. Sind immer 1, 2, 3, 4 drauf? 2, 1. 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1. Nee, also noch keine Regelmäßigkeit zu erkennen. Ja, hier sind auch immer nur 2 drauf. Und hier war auch nur, ne? Ja, 2 und 1. Okay, das heißt... Ich gehe mal von oben nach unten nummeriert. Im zweiten sind 2 oder 1. Ja.
Und beim dritten ist aber einmal sogar ein Dreier. Ja. Und aber auch ein Einer. Und hier sind wieder nur Einser und Zweier. Wir haben auch keine Hinweise. Wir haben auch nirgendwo eine Zahl oder so gehabt, ne, dass man das ableiten könnte oder so. Aber hatten wir auch nicht. Nee. Und fix haben wir nur das Viereck und Kreise. Und wenn wir... Hast du, also wenn das das vorgibt, dass du Viereck, Kreis, Kreis eingeben musst, also beim zweiten ja. Viereck, wenn es drauf ist. Das ist kein Kreis, ne? Nicht. Nee. Schade. Ja, auch zu einfach, ne? Ja. Das wäre echt zu einfach. Oder dass wir, wenn wir alle drei gedreht haben, auf... Aber das passt ja auch nicht. Dass man auf ein Viereck und zwei Kreise, geht ja nicht. Wieso war der erste Raum so einfach? Ich hatte... Ganz ehrlich. Durchprobieren ist, da bist du dran. Ja. Du weißt ja auch nicht, ob der untere stimmt. Du weißt auch gar nicht, ob das nachher, ob das wirklich so geht oder ob man das obere doch irgendwie freisetzen muss. Nee, das obere haben wir ja eingesetzt, oder? Ich meine auch. Jetzt unten einmal durch oder noch nicht? Ich hab nicht so... Ich auch nicht. Ja, es muss ja irgendwo einen Tipp geben. Der erste Raum war ja auch, dass das ein Rätsel vielleicht mit dem anderen abhängig ist. Also muss es doch von irgendwas, muss es irgendwo einen Hinweis geben. Ja, die Frage ist halt, wo? Das ist das. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwo einen Tipp gibt, aber sag mir wo. Passt. Was hast du jetzt gemacht? Durchprobiert. Indem ich erst das erste Rad mit allen probiert habe, immer das mittlere gedreht habe und dann unten mit allen durchprobiert habe. Ja, gut. Gut ist das nicht mehr. Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt die Lösung sehe. Ja. Mach mal ein Foto für Gerbi. Ja. Hm. Ja. Wir haben es ja gelöst. Er soll uns doch bitte sagen, wie er darauf kommen würde. Ja, ja. Ich habe da keine Hinweise gesehen für Vierecke, Dreiecke, Kreise. Nee. Tut mir leid. Schön, dass auf ist. Ja, aber... War auch nicht mein Plan, aber ich habe gedacht, solange wir noch überlegen, klickere ich einfach mal rum. Ja, klar. Hast du gut gemacht. Na. So, hallo, neuer Raum. Genau. So, jetzt hoffen wir, dass es hier weitergeht. Ach, weiter weg kann ich nicht. Steht zu nah an der Wand, ist ja super. Kann man gar nicht richtig gucken. So, das hat mich gerade schon die ganze Zeit irritiert, weil da ewig sich was gedreht hat. Ja. Diese lustigen Würfelchen da. Da fehlt bestimmt was, deshalb kannst du es noch nicht anklicken. Ja, doch, kann ich. Aber... Ja, aber kannst du noch nichts machen, ne? Nee, machen können wir da im Moment anscheinend gar nichts. Wieder rausgehen können. Okay, hier sind ja auch diese... Das sind dieselben gefühlt, genau. Okay, was kannst du denn da machen? Kannst du die falten oder... anwählen? Ah. Die unten kann ich nicht... Warte. Hier, diese... Ja. Kann ich nicht bewegen. Aber die an der Wand an kann der ich Wand. Alle bewegen, so wie das aussieht. Und ich würde fast sagen...
Wir bauen daraus Würfel. Das wollte ich nicht, aber ist okay. Darf ich denen wieder danke? Ja, und ich glaube, das sind die Würfel, die sich da drehen. Okay, und die kann die ich müssen hier wir uns auch. Angucken und wir müssen ich, die Würfel legen. Richtig, das sehe ich die auch sich so. Da drehen. Deshalb ja. drehen die sich ja. Warte mal, wir haben 4 Würfel. Genau. Mit theoretisch 6 Seiten. Ja. Ja. So, 4 Würfel mit 6 Seiten. Genau, so, und die sind ja wieder vorgegeben da. 6. Ja, die werden wir unten reinlegen müssen, schätze ich mal, ne? Einfach mal. Na? Ich wollte nichts machen. Wo habe ich drauf geklickt? Auf die Lampe. Auf die Lampe. Wollte ich nicht. Ich wollte okay. nur gucken, ob ich da Würfel auslegen kann oder nicht. Ist auch nett, dass man ja. sofort auf die Lampe tickert. Aber der hat ja jetzt nichts gemacht. Nee, ich glaube, du hättest das Schloss dann noch. Ja, Gott sei Dank ist da eine Sicherung drin. Ich überlege nur gerade, wir können jetzt 4 Würfel, 6 Seiten. Wie können wir die überhaupt auslegen? Weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die legen müssen. Ja. Passen. 4 Würfel. Ich lege jetzt einfach mal alle Platten am Boden. Ja. Ja, passt. Passt? Aber wir haben doch hinten keinen. Doch, du hast rechts noch 2. Ah, okay. Du. Und vorne noch 2. Dann passt das genau. Okay. Aber wo sind denn dann quasi die 4 Würfel? Weißt du, was ich meine? Du hast ja einmal 2 rein, einmal 3 rein. Nein, möchte ich immer noch nicht. Danke. Wir haben 4 Würfel. Wir wollen diese 4 Würfel legen. Ich bin da jetzt noch nicht so ganz überzeugt, wie das sein. Ich weiß auch noch nicht. Wir gucken uns die mal an hier. Das wird ja wohl auch irgendwas mit dem oben mit dem Pfad. Ja, weil der ist genauso wie der Boden. Von der Aufteilung ja. ist der Pfad 3 Platten, 4 Platten, 4 ja. Platten, 3 Platten. Ist genauso wie der Boden. So grün, gelb, blau, es rot. Sind 4 Farben. Jede Farbe ja. wird für einen Würfel stehen. Jetzt ja. werden wir uns wahrscheinlich überlegen müssen. Die drehen sich ja auch alle unterschiedlich und nicht gleich. Welcher welchen Weg nimmt? Weißt du, wie ich meine? Wenn man sich den Würfel einzeln vorstellt und der rollt jetzt, der erste Würfel rechts. Der rollt jetzt zu uns nach vorne, ja. wieder nach vorne, nach links. Da werden wir wahrscheinlich sagen müssen, okay, der hat den roten Pfad. Ja. Und dann ja, da müssen wir dementsprechend die Platten liegen. Ach du heilige ja, Scheiße. Ich habe schon, ich überlege schon, was ich brauche. Schnippi ja. oder Tee oder alles. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich schnapp mir mal Zettel und Stift. Mhm. Hat uns ja vorher mal auch gut geholfen. Du müsstest nur schreiben, weil mit links ist ja. immer so eine Sache. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, hast du keine Buntstifte? Ich hätte einen Wasserfarbmalkasten. Super, den nehme ich auch. Da kannst du... So, gut. Jetzt haben wir schon mal ein Bild. Wir haben uns jetzt das Bild fotografiert, was ihr jetzt seht. Genau. Schön, damit wir die scheiß Linien... Die Linien mit den Farben, dieses wundervolle sag nicht Rätsel. Scheiße, sag fucking Linien. Ja. So, und jetzt fangen wir an und gucken uns den unteren linken Würfel an. Fangen ja. mit dem an zu überlegen, wo rollert der ja. hin. Okay, also, er ab jetzt. Einmal nach vorne, einmal nach rechts, wieder nach vorne, wieder er nach rechts. Nur immer vor, rechts, vor, rechts. Okay, vor, das rechts, ist der rote. Rote, genau. Könnte, warte. Könnte auch der gelbe sein. Ah, die sind echt identisch. Genau wie der grüne und der blaue, ne? Kinder, das ist fies. Wir sehen das aber an den vorgegebenen Platten. Die ja. Platten in der Mitte, die müssen ja, ja dann auf den Würfel passen. Ja. Ja, ist auch die Frage, wo ist der Anfang, ne? Welche Position ist die Anfangsposition? Wir fangen jetzt einfach mit dem ersten Würfel an. Warte mal, das Bild haben wir ja. Ja. Geh mal einmal weiter zu den Platten. Ja.
Dass wir einmal wissen, welche Festlagen. Wissen wir nicht. Muss ich resetten. Ja, die in der Mitte lagen doch fest. Ich glaube nur die außen, ne? Hier ist Reset, ne? Ja. So, das heißt, wir haben da eine 2, eine 1, 3, 3 und Strich, Punkt, Strich. Das könntest du mal aufzeichnen auch. Strich, Punkt haben wir. So, weil, wenn ich jetzt davon ausgehe, hier ging ja irgendwie die gelbe her, ne? Ja. So, dann wissen wir zum Beispiel, da ist, muss eine 2 unten sein. Richtig. Eine 1. Also, ihr könnt jetzt meinen Mauszeiger nicht sehen. Ihr seht ja nur den von der... Ja, nee. Entschuldigung. Ich gehe mit. So. So, das heißt, wir gehen jetzt der rote oder gelbe oder weiß ich nicht mehr, der ging ja jetzt hier so runter. So meine ich. Ja. So, und dann wissen wir, an der zweiten Position muss unten oder obendrauf. Richtig. Obendrauf eine 2 sein. Dann eine 4. Wenn er weiter rollert, muss es eine 1 sein. Wenn er weiter rollert, eine 3. Die sind ja fest. Eine 2, 1, 3. Das heißt, wir gucken uns jetzt die ersten beiden Würfel an, weil die hatten ja den roten oder den gelben Pfad. Ja. Und gucken, wie die Position der 2er, 1er und 3er ist. Verstanden? Ja, gut. Leider. Ihr auch? So, genau. Der rote geht ja jetzt da. Da ist ja noch kein Feld. Da ist auch noch kein Feld. Da ist aber ein Feld. Und da war eine 3. Welches? Das hier. 4. Eine 4. So, das heißt, das dritte muss eine 4, dann rollt er nach unten, da ist dann ein Strich unten. Dann rollt er wieder nach rechts, da ist ein Strich mit einem Punkt. Frage ist jetzt, muss es oben sein? Wahrscheinlich, ne? Da gehe ich von aus. So, das heißt, es muss eine 4, ein Strich, Strichpunkt kommen. So, ist eine 4. Strich. Strich. Strichpunkt. So, hat der zweite es auch. Strichpunkt. 4. 2. Gut, ist der erste Würfel. Der erste Würfel ist der rote Weg. Ja. So. Jetzt lass mal kurz, warte. 3. Dann muss. Der kommt von da. Und da. Das heißt, der hier muss. Mhm. Moment. Warte kurz. So, 4. Ich kann nichts. Ich brauche mehr Augen. Ja, verstehe ich. Also eine 4, so der untere da drunter dann.